Ja, das Finale bei der Europameisterschaft heißt Italien gegen England. Leonardo Spinazzola hat sich im Spiel gegen Belgien die Achillessehne gerissen. Stelle ich mir schlimm vor, was passiert denn genau bei einem Achillessehnenriss? Kann ich ja jetzt nicht unkommentiert lassen. Das Finale ist natürlich nicht unser Wunschfinale, aber da lag ja mein Tipp beim letzten Mal nicht ganz richtig. Das müssen wir so akzeptieren. Rein medizinisch, die Achillessehne ist ja die Verlängerung der Wadenmuskulatur und insbesondere bei Sprungbewegungen, bei schnellen Antritten strapaziert. Somit kommt das relativ häufig dort zu einer Ruptur bei Basketballern, Fußballern. In der Regel berichten die Patienten, dass sie das Gefühl hatten, dass ihnen jemand in die Wade tritt und drehen sich um und dann ist da keiner. Und im Prinzip kurz vorm Ansatz zum Fersenbein, wo ja die Sehne ansetzt, ist dann meist die Ruptur auch mit einer tastbaren Delle oftmals. Wie kompliziert ist dann der Eingriff bei so einer OP dann? Also es ist durchaus so, dass sich die Geister da scheiden, ob man das nicht auch konservativ behandeln kann. Man kann, wenn man es frühzeitig richtig macht, die Sehnen, wenn die sich sonografisch aneinanderlegen, in einem speziellen Schuh zusammenführen und das geht auch als Behandlungsmethode. Man geht allerdings dahin, die sportlich Aktiven eher zu operieren. Er hat auch ein bisschen was damit zu tun, ob die Sehne dann nachher noch verkürzt, der Muskel die gleiche Kraft hat. Also dieses ganz strenge Paradigma immer operieren, das kann man so nicht stehen lassen. Man würde es bei sportlich Aktiven in unserer Klinik eher operieren. Kann man mit einem Achillessehnenriss noch laufen oder wann kann man wieder laufen? Ja, wir haben ja noch eine andere Sehne, die dort ist. Wir haben noch Hilfsmuskulatur, die Plantarissehne, die sogenannte. Aber es ist schwierig. Ja, da gibt es einen gewissen Test, der ist Thompson-Test. Da komprimiert man die Wade und guckt, ob der Fuß nach unten geht. Das geht. Es ist natürlich trotzdem so, dass das einer die Verlängerung von wichtigen Muskeln ist für einen Gangvorgang. Also sie werden da schon humpeln. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man es konservativ behandelt, dann braucht man auch 12 Wochen eine gewisse Form der Ruhigstellung. Wenn man es operativ behandelt, verkürzt sich das nur marginal. Ja, also auch nach einer operativen Versorgung muss man 8 bis 9 Wochen einen speziellen Schuh und Walker tragen. Wenn die Achillessehne wiederhergestellt ist und man keine Schmerzen mehr verspürt, ist da die Gefahr höher, dass sie wieder reißt, also wenn sie einmal gerissen ist? Grundsätzlich ja. Ist aber durchaus so, dass Kobe Bryant zum Beispiel als Basketballer danach Profibasketball auf höchstem Niveau gespielt hat. Also die Rupturraten sind sicherlich eher im einstelligen Prozentbereich zu sehen, je nachdem, wie vorgeschädigt die ist, wie das Patientenalter ist. Gewisse Antibiotika haben eine Assoziation zu Achillessehnenrupturen, sodass man bei einer adäquaten Versorgung durchaus Profisport wieder gut aufnehmen kann. Natürlich immer, wenn es einmal gerissen ist, mit einer geringgradig erhöhten Chance, dass es wieder reißt. Italien gegen England heißt das Finale der Europameisterschaft. Wie geht's denn aus? Tja, trotz Heimvorteil glaube ich, dass die Italiener es machen mit einem Tor in der Verlängerung.